Denn wenn du dich überschwemmst mit dem, was die im Osten Prana nennen, kommt unglaublich viel in diesem Energiesystem der Meridiane, der Nadis, der Chakren in Gang. Und du kannst unglaublich viel auf der Seelenebene erleben, also bis in tiefste Entspannung, bis in die Nähe von Einheitserfahrung und manchmal sogar wirklich Gipfelerlebnisse im Sinne der Einheit. Hey Natural Biohacker und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Natural Biohacking Podcast. Und ich habe heute den Mann zu Gast, von dem ich glaube ich die meisten Bücher habe. Und das ist Rüdiger Dahlke. Rüdiger Dahlke ist Fastenarzt, Seminarleiter und Redner sowie Autor von mehr als 60 Büchern, unter anderem Peace Food, Krankheit als Symbol und das Geheimnis der Lebensenergie und ganz viele mehr. Und seit letztem Jahr teilt er sein Wissen auch als Podcaster, was mich natürlich besonders freut. Da kann ich da auch immer ein bisschen nebenbei reinhören. Und wir sprechen heute darüber, wie du natürliche Methoden einfach in deinen Alltag einbauen kannst, um mit noch mehr Energie in den Alltag auch zu starten und deine Ziele und Visionen zu erfüllen. Herzlich willkommen, Rüdiger Dahlke. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Freue mich auch, Robin. Sehr cool. Lass uns doch direkt gleich einsteigen. Gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest vielleicht zu deiner Bio? Schon in Ordnung. Also mir persönlich ist immer noch ein Anliegen, so eine, die Philosophie in der Tiefe zu verstehen. Die Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens. Ja. Und daraus folgendes Schattenprinzip. Ich meine, ich bin aus der Hippie-Bewegung, 68er, und muss mir sagen, wir hatten so viele Träume und wie ich glaube auch schöne Träume. Ja, so wie der Scott McKenzie gesungen hat, The New Generation with a New Explanation. Und dann ist so eine Kacke draus geworden, wenn man es jetzt genau anschaut. Ja, wir sind so ins Prinzip reingerauscht. Und wirklich, das müsste man sich einfach auch klar machen. Also das wünsche ich auch so sehr der neuen Bewegung, getragen von den jungen Mädchen da, Greta, Christina, dass sie aufs Schattenprinzip achten. Ja, und dass man bei sich anfängt damit. Aber das ist ja bei den Biohacking-Leuten kein Problem. Die wollen das ja für sich und an sich auch anwenden. Und ja, das ist mir auch irgendwie ganz nahe. Ich habe auch die Dinge, die mir so heute zur Therapie geworden sind, immer erst bei mir ausprobiert. Ja. Also ich mache gar nichts, was ich, also empfehle auch gar nichts. Ja, schon in den Wechseljahren für Frauen empfehle ich schon ein paar Mittel, die ich jetzt noch nehme. Aber es ist ja wirklich sehr, sehr wenig, was ich nicht ausprobiert habe. Genau, und das ist ja auch eine so der Säulen im Biohacking, dieses Self-Experimenting. Und ähnlich wie bei dir ermöglicht ja dieser Begriff Biohacking oder diese Methode dahinter auch modernen Menschen mit altem Wissen so ihre Probleme besser zu verstehen und sie dann halt zu bearbeiten, um quasi auf eine neue Version zu optimieren. Das ist so dieser Ansatz. Oft scheitert es jedoch in der Umsetzung im stressigen Alltag. Und deswegen möchte ich mal mit der ersten Frage starten. Wenn du eine Methode aus deiner Arbeit heraussuchen könntest, ich weiß, das ist schwer jetzt, die du jedem ans Herz legen würdest, auf einer täglichen Basis zu machen, was wäre das? Ja, ich glaube Kurzzeitfasten. Kurzzeitfasten? Etwas, was ich seit Jahrzehnten mache, hat sich bei mir auch ja sozusagen nebenbei und unabsichtlich entwickelt. Ich mache Fasten und gebe auch Fastenseminare seit 40 Jahren. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich, beziehungsweise mein Hirn, leider nicht meinen Darm, einfach gar kein Gluten vertrage. Und mein Darm allerdings, der nimmt das an, der hat kein Problem damit. Deswegen bin ich auch ewig nicht draufgekommen. Ich meine, es dauerte sowieso tatsächlich 11 Jahre, bis Ärzte in Deutschland die Diagnose Zöliakie stellen. Also in meiner Arztfamilie hätte es wahrscheinlich weniger lange gedauert. Egal. Ich habe dann angefangen, mich so darauf einzustellen. Ich wusste, beim Fasten habe ich immer so ein klares Hirn, gutes Abstraktionsniveau, gute Konzentrationsfähigkeit. Also habe ich gern und viel gefastet. Inzwischen 7, 8 Wochen gebe ich hier in Tamanga Fastenseminare. Und wir haben automatisch ja immer die Möglichkeit zum Kurzzeitfasten. Wir machen so ein ganz langes Essen morgens von 8:30 bis 9:30 bis 11:30. Also kannst spät essen und früh Abend essen, dann hast du automatisch Kurzzeitfasten. Okay. Und das habe ich dann auch so gemacht in der Zeit, wo ich in Asien war, ging es mir sowieso gut, da habe ich auch kein, da habe ich Obst, Gemüse und Reis zu mir genommen, da ist auch kein Gluten drin, aber ich habe es nicht gemerkt, weil der Darm es gut vertragen hat. Na jedenfalls habe ich dann angefangen, morgens einfach nüchtern zu bleiben, dann blieb das Hirn auch, klar, und in diesem Ketostoffwechsel. Und dann habe ich das immer mehr rausgezogen, habe immer später gegessen, dann habe ich angefangen, Obst und Gemüse einfach flüssig zu essen, dass das auch das Fasten gar nicht richtig unterbricht, habe oft nur noch einmal am Tag gegessen,
wenn ich so jetzt in Zypern oder in Bali bin zum Schreiben im Winter, dann mache ich das immer noch gern. Und das ist auch etwas, was ihr so leicht aufnehmen könnt. Ja, also 40 Jahre, mehr als 40 Jahre habe ich es erprobt. Und es gibt halt viele Studien dazu. In meinem Buch Kurzzeitfasten habe ich an die 300 Studien versammelt gehabt. Wollte der Verlag gar nicht alle abdrucken, die haben wir auf eine Homepage gestellt. Also von den besten Wissenschaftlern in den USA, Mark Metzen, so der Spezialist für neurodegenerative Krankheitsbilder. Oder ja, also da ist wirklich vieles, auch vom Fasten her, kommt dann natürlich einiges in die Gänge. Und du tust es, kannst es so leicht schaffen. Am Samstag tust du halt einfach ausschlafen, bleibst im Bett und machst einen Brunch. Und dann machst du ein frühes Abendessen, bist schon drin. Am Sonntag machst du es auch noch so. Und kannst ja viele schöne Dinge machen, vormittags im Bett. Ne? Also, aber das ist ja jetzt eine Methode. Da gibt es ja auch noch mehrere Methoden, so dass man quasi einen Tag was isst und einen Tag nicht. Hast du da auch schon mal was ausprobiert? Ja, das kenne ich von Bernhard Ludwig. In Österreich ist das ja sehr populär geworden, 10 in 2. Also ist ein begnadeter Kabarettist, Bernhard Ludwig, der aber mit Wissenschaft Kabarett macht. Und also, ja, das fällt vielen viel schwerer. Auch mir. Man kann das machen, aber das Kurzzeitfasten mit jetzt 8 Stunden Essen und 16 Stunden Fasten, das merkst du ja gar nicht. Da kannst du einfach spät frühstücken, also ja, mal sehr spät frühstücken. Mittagessen, Frühabendessen, du bist schon drin. Ja. Ich würde ja besser finden, also wenn man jetzt 6, 18 macht oder sowas. Ich mache manchmal 4:20 oder so. Oh, wow. Das geht unglaublich leicht. Du hast eigentlich nur, wenn du Samstag, Sonntag gemacht hast, geht prima. Und am Montag musst du dann halt ein bisschen dich überwinden. Ja. Es ist eine super einfache Methode, die würde ich empfehlen. Mhm. Aber da gibt es in Konkurrenz schon ein paar andere super einfache, ehrlich gesagt. Ja, also vor allen Dingen für die Leute, die so völlig schon vor die Wand gefahren sind mit ihrem System. Mhm. Da sollen ja 70% der deutschen Angestellten keinen Bock mehr haben auf den Job. Stress. Und ja. Vormittag, Nachmittag läuft das Elend, abends hängt es vom Fernsehen ab. Und wo sollst du da einsteigen? Ich muss die Leute ja immer abholen, wo sie sind. Ja. So, also wo kannst du da einsteigen, wenn jemand so ein versautes Leben hat? Und bleibt eigentlich nur der Abend. Ich frage sie dann, was erwarten sie denn, wenn sie vom Fernsehen hängen? Ja, die Männer sagen manchmal Fußballspiel, wann war denn das letzte gut? Dann kommen sie immer mit Deutschland, Brasilien oder die Österreicher reden von Cordoba. Aber das ist dann schon Geschichte, ehrlich gesagt. Ja, da haben sie mal Deutschland geschlagen. Also bei dem Zustand, momentan so gut, haben sie gegen Estland mal so enorm gewonnen. Aber ansonsten, die erwarten gar nicht so bald wieder so ein Fußballspiel. Die Frauen sind da eh realistischer, sagen so Dinge wie ein Film, wo ich mich nachher besser fühle als davor. Na, um es kurz zu machen, das kann ich als Arzt leicht garantieren. Ich habe viel mehr Spielfilme verschrieben in meinem Arztleben, in diesen über 40 Jahren, als Pillen und als Pharmaka. Und einfach eine Serie zum Beispiel, mal über die Zeit, 10 Tage, jeden Abend einen guten Film zu diesem Thema Zeit. Du wirst nach 10 Tagen ein ganz anderes Verständnis deiner Lebenszeit haben. Aber vor allen Dingen hast du jeden Abend wieder zu einem Abenteuer gemacht. Zu einem Feierabend, deswegen heißt es ja so. Mhm. Ja, wenn da immer das primäre Elend der Job ins sekundäre Elend des Fernsehens übergeht, würde das Elendsende heißen oder irgendwie so. Also Fernsehen, das normale Fernsehen erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit. Da gibt es eine Untersuchung drüber. Es ist peinlich, aber wahr. Also Entschuldigung, ich wollte noch kurz sagen, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz natürlich auch so, dass man die Tools vielleicht viel besser nutzen sollte, die wir jetzt schon haben. Und wenn man dann natürlich so einen Fernseher, ich habe hier in der WG, wo ich jetzt gerade wohne, ist ja auch einer dran, fast noch nie benutzt. Aber wenn man dann zum Beispiel Netflix nimmt oder diese ganzen Portale auch, ne, da gibt es ja richtig, richtig gute Dokus, richtig gute Filme auch, ja. Aber was die meisten, glaube ich, eher machen, ist halt so ein bisschen das auch dazu benutzen, um das Gehirn auszuschalten und dann halt wirklich so in dieses typische Abendprogramm so ein bisschen zu verfallen. Und ja, und das ist, glaube ich, dann eben dieser Weg, der auch die Alzheimer begünstigt. Ja. Ich glaube, ja. Also wenn du jetzt dir ausgesucht gute Filme suchst, dann schaltest dein Hirn ja sogar an. Wenn du Filme suchst, die mit dir was zu tun haben, die dir zum Beispiel die Schicksalsgesetze nahebringen, ganz nebenbei. In diesem Hollywood-Therapiebuch, was ich da mit meiner ersten Frau zusammen geschrieben habe, wir haben tausende Filme, die wir immer empfohlen haben. Ja. Da sind 135 drin, die besten. Da kannst du ja wirklich sehr gezielt für dein Thema dir suchen. Die sind nach diesen Lebensbühnen gegliedert. Also kannst du schauen, was zu dir passt und was dein Partner für Themen hat.
kannst du gezielt anschauen. Und vor allen Dingen hast du dann so einen Ansatz. Ja, der Abend wird gelingt. Du gehst in diese Seelenbilderwelten hinein. Filme sind ja Bilder, Musik und so weiter. Und dann kommst du rüber in dieses Träumen der Nacht, wieder Seelenbilder. Ich sage denen auch immer dazu, ab dem Moment, wo der Film beginnt, nichts mehr essen. Keine Salzstangen, kein Süßkram, nichts. Dann beginnt mindestens mal so 12 Stunden Fasten. Ja? Mhm. Und das Frühstück wird wenigstens so ein bisschen Breakfast, Fasten brechen. Aber insgesamt haben die dann schon sozusagen die weibliche Seite, die archetypisch weibliche Seite des Tages gerettet. Mhm. Wenn der Abend und die Nacht gelingt. Und dann hast du viel mehr Chancen, dass du sowas wie das Kurzzeitfasten noch einführst. Mhm. Das ist Frühstück weglassen oder bringst einen Smoothie rein, frische Lebensenergie oder so. Ja, man muss ja immer einen Ansatz finden. Ich muss immer diejenigen, die da zu mir als Hilfesuchende letztlich kommen beim Arzt, da abholen, wo sie sind, nicht wo ich sie mir wünsche. Ne? Also ja, klar. Ist im schlechten Zustand auch. Und dann sind so einfache Dinge, das kann ja jeder. Eben wie du schon sagst, mit diesen Portalen, das kostet auch nichts mehr. Genau. Die ganzen streamen das von irgendwo, ja, will ich gar nicht wissen oder verbreiten. Ich bin ja immer dafür, dass man eine Kleinigkeit ruhig zahlt. Ja, klar. Ist ja was wert, was die Filmleute da geschaffen haben. Und wir haben natürlich da nicht nur Hollywood-Filme drin, sondern eigentlich sehr viele andere auch. Wirklich gute Filme aus allen möglichen Ländern. Also das ist eine schöne Möglichkeit, dass du deine Seele belebst, deinen Abend wirklich zum Feierabend machst und auch sowas ganz, es geht ganz günstig, also Buch kostet knapp 20 Euro und die Filme kosten heute fast nichts mehr. Und du hast eine Therapie über beliebig lange Zeit. Aber würdest du da auch nochmal differenzieren so zwischen jetzt so Actionfilm, vielleicht auch Horrorfilm, was vielleicht am Abend eher nicht so dienlich ist? Es kommt darauf an, was du damit willst. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein sehr aggressionsbetonter Mensch bist, ja? Also erste Lebensbühne, Mars-Prinzip, und du hast jede Menge Allergien oder Dinge, wo du merkst, das Thema ist schon in den Schatten gesunken, dann gibt es auch gute Actionfilme. Also der letzte Samurai, da kannst du wirklich mit der Tiefe dieses männlichen Prinzips verstehen. Mhm. Oder Fearless mit Jeff Bridges. Ja, oder ganz gut. Oder Henry, wo der Harrison Ford erstmal einen Kopfschuss braucht, bevor er mal zum Mensch werden kann. Ja? Also es gibt hier schon ziemlich viele brillante Themen zu jedem dieser Aspekte. Also ich meine, du kannst selbst von dieser, wenn du jetzt mal, sagen wir, die achte Lebensbühne nimmst, dieses Stirb und Werde, Metamorphose-Prinzip, also ein Film wie früher Halloween, der ist grauenhaft. Aber der holt die achte Lebensbühne raus. Oder noch viel besser würde ich ja heute Roman Polanskis Gottesgemetzels, wo du wirklich mitverfolgen kannst, wie so gut Bürgerliche, die sich gut bürgerlich liberal geben, wie die ausrasten können, wenn plötzlich ein Thema da reinkommt und diese ganzen Dinge rausholt. Also das finde ich trotzdem immer noch ganz wertvolle Filme. Klar gibt es einfach Schwachsinn, der Terminator oder sowas. Ja. Was nur Haut drauf gibt, Bud Spencer und wie hieß der andere? Weiß gar nicht mehr. Terence Hill. Ja. Terence Hill, okay. Die haben wir jetzt nicht drin. Solche. Und es gibt natürlich saudumme Horrorfilme. Ja. Also es gibt eigentlich aus allen Bereichen, allen Genres auch immer wieder gute Filme. Also das ist das Schattenprinzip sozusagen, dass es auch die schlechten gibt. Aber das Polaritätsprinzip sorgt dafür, dass du beide Seiten immer finden kannst. Hm. Und du kannst ja die guten wirklich suchen. Was würdest du noch so empfehlen für den Feierabend, wenn jetzt der Fernseher ausbleibt, so zum Runterkommen auch vielleicht und sich ein bisschen mehr mit der Familie oder den Lieben zu connecten halt auch? Naja, also zum Beispiel gutes Essen. Ja. Essen, was Spaß macht, was man zusammen mit den Kindern vielleicht auch herstellt. Mhm. Das schon sehr stellen, zubereiten Spaß macht, das Essen nicht nur schmeckt, sondern auch Freude macht. Das ist der Einstieg in den Umstieg. Ja, also Fasten ist eine wunderbare Sache als Einstieg in den Umstieg, aber auch natürlich sowas, wo du wirklich merkst, das bringt uns zusammen, es macht uns Freude. Und es macht den Abend zum Feierabend. Es hat auch so ein bisschen den ritualen Charakter dadurch. Ja? Und das ist ja wahrscheinlich eh sehr gut. Genau so. Aber auch einfach ausgehen, ne? Mal tanzen gehen. Ja. Wenn du es wirklich sehr bewusst rituell machst mit jemandem, mit dem du gern bist und Nähe hast, ist das ja ganz schön. Oder auch für Junge, so in der Gruppe.
Da gibt es viele Möglichkeiten, wo man das auch ja, sehr schön erleben kann. Ich meine, erstmal müssen wir uns, da sind wir wieder beim Biohacking, damit abfinden, dass viele gar nicht in einem Zustand sind, wo sie überhaupt sich wohlfühlen können, weil dann grob gesagt, denen fehlt der Neurotransmitter dafür, das Serotonin. Aha. Mhm. Du brauchst ja auch, um Glücksgefühle zu empfinden, brauchst du einfach Dopamin. Ja, dieses Belohnungshormon und so weiter. Du fühlst dich zum Beispiel beim Fasten so aufgeräumte Stimmung, einfach wegen diesem somatotropen Hormon, dem Wachstumshormon. Oder heute sagt man, damit es die Ami verstehen, HGH, Human Growth Hormon. So, das hast du natürlich beim Kurzzeitfasten automatisch. Ja, also insofern sind wir da schon auch mitten im Biohacking drin. Wenn du dafür, also wenn du weißt, dass nach 6 bis 7 Stunden die Produktion von HGH losgeht, das kostet dich ja nichts, wäre es natürlich gut, dass du dir lange Phasen schaffst, wo du das auch spürst. Diese aufgeräumte Stimmung, die so, packen wir es an, gehen wir es an, ja, die Schwung mit sich bringt. Und das Gleiche würde ich ja auch sagen für Serotonin. Die meisten haben heute so einen anstrengenden Tagesablauf. Die meisten werden ja nicht mehr fertig mit ihrer Arbeit. So die Zeit, wo der Bauer sein Tagwerk am Nachmittag fertig hat und dann zur Ruhe kommt, die ist ja vorbei. Ja. Das ist heute so organisiert, dass die nie mehr fertig werden, die Angestellten. Also der Kopf rattert weiter, die nehmen das noch mit ins Wochenende in Urlaub. Mhm. Da gibt es ja sogar Kurse, wie man das manipuliert, dass die keinen Feierabend mehr haben. Das ist mitnehmen und so. Also das Primitivste ist, du schenkst ihnen ein Buch vor dem Urlaub als Chef, wo sie sich mit der Firma beschäftigen müssen sozusagen. Ja. Und die ahnen, dass du danach fragst, wie war's denn? So, aber das ist die primitivste Art, da gibt es ja viel subtilere auch. Oh, also das ist so, heute wird ja ganz viel schon mit Psychotechniken, NLP, Neurolinguistic Programming oder Framing gearbeitet. Mhm. Ja, das kannst du auf allen Ebenen machen. Die Bundesregierung in Deutschland, die sagt den Leuten nicht, passt mal auf, ihr Lieben, wir werden jetzt den Rüstungsetat verdoppeln auf über 80 Millionen. Weil dann kommen die Deutschen auf die Idee, dass sie dann doch lieber Autobahnbrücken sanieren würden oder die Schwimmbäder wieder aufrüsten oder, weiß der Himmel, wichtigere Dinge tun würden. Und die sagen so ganz nebenbei, ja, wir werden den Wehretat, ich meine, wo wären die sich, wo sind die hier in Afghanistan und ja. Irak und Mali, glaube ich, auch. Ja, egal. Es ist ja mühsam mit der Wehrgeschichte bei der Bundeswehr, wie der Wehrmacht und der Reichswehr, was mit dem Wehren ja immer so ein Problem. Aber gut, das gehört auch zum Framing. Also man sagt denen, wir werden das, den Wehretat auf das 2% vom BIP erhöhen. Nur 2%, das haben sie Deutschland, machen wir aus der Portokasse. Die Amis haben fast 4%, dann machen wir die 2. Ja, diese über 80 Milliarden US-Dollar, die der Trump wieder einfordert und die Merkel und von den ewigen Leiden da und die ja auch zusagen. Also Steinmeier hat es auch schon zugesagt, der jetzige Präsident als Außenminister. Da redet keiner davon. Es wird anders verkleidet. Wir werden mit Framing ganz offiziell hinters Licht geführt. Das ist kein Geheimnis. Die Bundesregierung hat sich einführen lassen in dieses Framing. Für 130.000 Euro. Man hätte es auch für 20 Euro im Buch von der gekriegt. So. Und meinst also, du? Ziemliche Manipulation ab. Und das passiert natürlich von den Firmen her ganz genauso. Und deswegen, glaube ich, verbrauchen wir auch unsere Reserven, unsere Ressourcen relativ früh. Und deswegen würde ich ja, so bin ich ja auch da vor ewigen Zeiten schon drauf gekommen, mir eine Quelle für die Vorstufen von Serotonin zu suchen, zum Beispiel. Mhm. Und Dopamin. Ja. Und meinst du, das ist jetzt auch, dass wir die Kontrolle halt schon in unserem Alltag vielleicht zu sehr abgeben auch und dass wir die dann in diesem großen Kontext dann auch immer mehr verlieren. Siehst du da einen Zusammenhang? Na klar. Mhm. Also der Zusammenhang ist unübersehbar. Das geht schon in der Schule los. Mhm. Ja, wir werden ja in der Schule schon manipuliert. Schlaf nicht, träum nicht, fantasier nicht, spinn nicht rum, konzentrier. Ja. Ja, was ist denn das für ein Programm? Ja, das ist abartig. Aber es funktioniert. So, also das ist natürlich auch das Interesse des Systems, Leute für die unteren und mittleren Ränge der Industrie zu produzieren. Aber was ich ja mit Begeisterung sehe, bei diesen Jugendbewegungen jetzt, ob das jetzt umweltpolitisch ist, von der Greta da oder spirituell von der Christina in der Schweiz oder auch von vielen jungen, Yoshi ist ein Freund von mir, der auch Biohacking da sich total auskennt, die wollen Selbstoptimierung, um das zu optimieren. Und ich finde es als Ex-Hippie und 68er wirklich wunderbar, weil wir haben nicht bei uns selbst angefangen.
offensichtlich. Mhm. Die haben immer projiziert, die böse Großindustrie hieß es damals, was heute die Konzerne sind. So, und wo wir hingekommen sind, sehen wir jetzt. Wir haben den schärfsten Turbokapitalismus, den man je hatte, und ein Elend erster Ordnung. Es ist ganz wichtig, dass man auf sich selbst auch schaut. Ja, das macht keinen Sinn, als Entwicklungshelfer mitzuhungern, als Hebamme dich in Krämpfen zu winden. Im Gegenteil, du müsstest der Frau in den Wehen helfen können und dazu brauchst du deine Kraft. Du musst als Entwicklungshelfer wirklich in deiner Kraft sein, um da was zu bewegen. Das sind Dinge, die ich ja auch miterlebt habe. Also insofern wäre das ganz sinnvoll und würde ich das auch, ja, wie soll man sagen, in einer Hierarchie so sehen. Ich faste regelmäßig, natürlich, schon mit meinen 7, 8 Wochen, die ich so gebe zum Fasten hier in Tamanga. Mhm. Und dazwischen esse ich gut, nämlich Peace Food, pflanzlich, vollwertig. Ja. Und ich mache immer Kurzzeitfasten. Ja, also vormittags gibt es bei mir bis mittags sicher nichts. Und dann also gibt's jeden Tag auch? Jeden Tag, ja. Jeden Tag auch? Würdest du das empfehlen, allgemein so? Es kommt auf deine Lebenssituation an. Wenn ich auf Tour bin, zum Beispiel Vorträge mache, mache ich es nicht. Dann esse ich morgens und mittags. Abends vor 2 Vorträgen will ich sowieso nicht essen. Das kommt nicht gut auf der Bühne. Ja. Also wenn du da sozusagen noch am Verdauen bist und das Blut nicht im Hirn, sondern da unten, das Mantikus im Verdauungsbereich ist, das ist dann nicht so günstig. Also von daher, auf Tour mache ich Abend, Dinner-Canceling sozusagen, das läuft auf selber hinaus. Und wenn ich so schreibe oder vor Ort bin, Kurse gebe oder so, dann lasse ich auch das Frühstück weg. Also meistens das Frühstück weg. Was ich jetzt halt oft noch gesehen habe, sorry, bei Frauen ist es, glaube ich, aber auch nicht so unbedingt zu empfehlen, das so zu machen wie bei Männern. Also ist man wirklich 7 Tage vielleicht fastet in der Woche. Ist das wahr? Oder hast du da vielleicht ein paar Insights dazu? 7 Tage, was? Wir sind die ganze Woche fasten. Mhm. Das ist für alle gut. Das sagen auch alle Religionsstifter und sagen uns alle wissenschaftlichen Studien. Okay. Als Arzt würde ich natürlich sagen, in einem Auszehrungsstadium bei Krebs oder AIDS würde ich das jetzt nicht empfehlen. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion, ja, also wenn schon so irgendwie die Augen rauskommen, dann auch nicht. In akuten Entzündungen, da würde ich das erstmal sanieren. Aber man muss natürlich schon auch sehen, dass Fasten ja einfach ideal ist, um die Entzündung rauszukriegen. Der CHP-Wert, der Entzündungsmarker, sinkt. Hat der Andreas mit Weißen mal erforscht und Charité in Berlin. Und bei Peace Food ist es dann auch wieder so. Ja, also in vieler Hinsicht ist es gerade gut. Und eben, wie gesagt, ich würde so als Basis bei der Ernährung sehen, nichts Gefährliches, Giftiges und Schädliches. Und wenn wir wissen, dass 93% der Giftaufnahme durch Essen, durch Tierprotein kommen, lasse ich das einfach weg. Wenn ich weiß, dass die gesündesten Menschen auf dieser Erde, die Adventisten sind in Südkalifornien, um Loma Linda herum, diese Stadt, und durchschnittlich über 10 Jahre älter werden und bei relativ guter Gesundheit sterben, dann ist das für mich ja Hinweis genug. Mhm. Und dann würde ich aber nicht nur Gefährliches, Schädliches, Giftiges weglassen, sondern schon auch schauen, dass ich richtig Gutes bekomme. Also jetzt, das heißt für mich in diesen Sommermonaten auch ganz viel Frisches, Rohköstliches, bestes Biogemüse. Ja, wo wirklich viel, wie Fritz Albert Popp, der deutsche Physiker, belegen konnte, Biophotonen drin sind. Diese Biolumineszenz, das Leuchten des Lebens. Also wenn man eine Leuchte werden will, wir wissen ja darum, uns könnte die Lehrerin nicht sagen, du bist aber keine Leuchte. Ja, es gibt ja offensichtlich welche. So, wer eine Leuchte werden will, muss er für Leuchten sorgen. Also für eine sehr biophotonenreiche Kost, wie ich es im Geheimnis der Lebensenergie beschrieben habe, oder im Lebensenergie-Kochbuch, sind lauter solche Rezepte, dass du ganz viel von diesen Biophotonen reinbekommst, ja, dass dieses Leuchten auch wieder aus dir raus kann. Und dann würde ich als dritten Punkt zur Spitze der Pyramide eben auch Nahrungsergänzung. Sehr spärlich bei mir ist es nur so eine kleine rote Pille, Amorex heißt die. Da ist eben die Vorstufe von Serotonin drin. Das ist 5-HTP. Das ist alles natürlich aus der afrikanischen Schwarzbohne. Und dann auch die Vorstufe von Dopamin ist da drin. Das ist das S-Adenosylmethionin, kurz SAME. Man muss sich das nicht merken. Das sollte es Vorstufen haben. Ne? Ja. Außerdem ist da für mich auch noch B12 drin, und zwar das richtige Methylcobalamin. Das brauche ich unbedingt als pflanzlich vollwertig Peacefood-Esser. Ne? Dann ist Vitamin D drin in einer für deutsche Verhältnisse hohen Dosierung. Ich würde es bei Kranken immer noch höher dosieren, 2000 IE.
ist ein Amorex drin, wenn du morgens und abends so eine kleine Pille nimmst. Das ist mir wichtig, Sex ist drin, dass ich meine Träume besser erinnere. Aber da ist das drin, was ich so brauche. Und das nehme ich dann auch gerne. Ansonsten bin ich eigentlich so der Meinung, wir sollten gar nicht so viel auf diesen Pol setzen, Nahrungsergänzung, sondern lieber bunt und vollwertig essen. Mhm. Denn es gibt 250.000 sekundäre Pflanzenstoffe nach Professor Klaus Leitzmann. Und die sind unglaublich wichtig. Die sind nicht sekundär. Man hat die Vitamine nur früher gefunden. Also dieses bunte Essen, das verhindert eben, dass Krebs entsteht und solche Dinge. Also das ist schon wichtig. Und insofern würde ich ja eher zu einem pflanzlich vollwertigen Essen raten. Du kriegst es durch Nahrungsergänzung eh gar nicht alles hin. Ja, ich steht ja auch drauf. Genau. Ab und zu nehme ich nochmal, muss ich auch dazu vielleicht noch sagen, dieses Omega-3 DHA von Take Me. Weil das ist auch schwierig. Das ist zu Hause hier, geht das schon. So viel Walnüsse essen und Leinöl und so. Aber das kann ich mir in Zypern leisten. Das kann ich mir bei Kursen in Tamangar leisten mit dem riesen Biogarten im Hintergrund. Und auf Tour oder so geht das überhaupt gar nicht. Bei dem normalen Leben auf Kurs und so in Hotels nehme ich einfach das noch ein. Nimm uns da vielleicht mal in so einen Tag rein, ja, der so nicht normal ist, ja, wo du jetzt vielleicht nicht den großen Garten wie in Tamangar hast, wo du deine Salate zusammenstellen kannst, sondern wo du wirklich auch auf Tour bist, vielleicht in Hotels, in Großstädten. Vielleicht kannst du da so ein paar Hacks auch mit der Community teilen, wie du dich da auf einem möglichst gesunden Level ernährst und auch ja einfach so deinen Alltag durchlebst. Ich muss sagen, es ist wieder unterschiedlich. Wenn wir in Hotels sind, wo wir eine Woche sind, nehmen wir Glatzwasser mit. Also einfach aus reifen Quellen. Du kriegst heute einfach kein so richtig gutes Wasser. Und wir machen ja auch in Tamangar immer eine Wasserprobe, bevor wir den Kurs beginnen die Woche. Da kann jeder aus 11 Quellen sein Wasser raussuchen. Der kriegt dann eine Kiste damit, kann jeden Tag mindestens eine Flasche davon trinken. Das hat sich sehr, sehr bewährt. Vom Geschmack her, wie bei einer Weinprobe, du kannst das schon schmecken, was du brauchst. Ja. So, also Wasser nehmen wir mit, das ist so aus meiner Sicht das Hauptnahrungsmittel. Kann sich auch jeder zu Hause machen. Nimmst die 7 Reifenquellen von St. Leonhards, das ist ein tolles Wasser. Nimmst dir noch ein paar, die es da bei dir gibt, vielleicht auch in der Gegend dazu und test es mal, was deins ist. Und so, das wechselt auch mit der Zeit, deswegen würde ich gar nicht irgendwelche Gerätschaften kaufen. Es wechselt. Also früher habe ich Lichtquelle getrunken, jetzt trinke ich Mondquelle. Uwe trinkt Sonnenquelle, das kann verschieden sein. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ansonsten lasse ich auf Kursen auch einfach das Frühstück weg. Ich hole mir manchmal das Obst vom Frühstück und nehme mir das dann für Mittag. Mittag esse ich sowieso dann nichts anderes. Und schaue, dass ich am Abend mit allen mitesse, dass da sowas Gemütliches, Soziales zusammenkommt. Mhm. Und in den Hotels, wo ich hingehe, also ich mache jetzt fast ab nächstes Jahr nur noch in Tamangar mit 2 Ausnahmen. Frühjahr und Herbst in Monte Grotto in einem Thermalbad, wo sie ausgezeichnetes Thermalwasser haben. Auch für diese Wasserausbildung und verbundene Atem und so. Und eine Woche mit dem verbundenen Atem. Das ist übrigens auch noch so eine Geschichte, die ich ja wirklich raten würde. Das ist leider von der Medizin nicht entdeckt. Ja, die haben ja erst vor kurzem den Darm entdeckt mit Hilfe von der Julia Enders. Und seitdem heißt es jetzt Mikrobiom statt, also Darmflora haben wir früher, die Fastenärzte, gesagt. Naja, also Schulmedizin verschläft ja die meisten wesentlichen Entwicklungen in der Ayurveda-Medizin, in der TCM, in der schamanistischen Medizin. Wenn sie es dann Jahrtausende zu spät entdeckt, sozusagen, dann kommt es mit geschwollenen Namen wie Psychoneuroimmunologie. Dabei ist das alte Schamanenmedizin. Oder jetzt sagen sie eben Mikrobiom zu. Ja, ist peinlich. Aber ich bin auch froh, dass sie es entdeckt haben, weil dadurch wissen wir jetzt, Parkinson hat auch eine, ja, kommt auch aus dem Darm. Ja, also, ja. Und diese Logen, in denen sich die Logen verteilt haben, die sind ja eigentlich nicht sehr gesprächsoffen. Ne? Also der Gastroenterologe, der redet gar nicht mit dem Neurologen normalerweise. Jeder sitzt in seiner Loge. Ja. Und in der Niere wird es am peinlichsten. Da sitzt oben im Nierenbecken der Nephrologe und von unten bohrt der Urologe hoch und man streitet sich, wem gehört das Ding? Also das ist Schulmedizin, ne? Die Niere von Zimmer 18. Das ist die schrecklichste Form von Verirrung, der Reduktionismus. Menschen auf Organe zu reduzieren, auf Einzelteile, das wollen die Patienten nicht. Führt auch dazu, zu dieser enormen Unzufriedenheit mit der Schulmedizin, die ja, wenn das im Reduktionismus stecken bleibt, auch berechtigt ist. Ja, weil der ganze Mensch einfach aus dem Auge verloren ist.
dabei. Wobei, es wäre wunderbar zu verbinden. Ja? Also Reduktionismus im Einzelfall sich total auszukennen, hat was. Aber wenn es die einzige Form ist, dann ist es natürlich fürchterlich. Und sich Allgemeinmedizin von dem anstecken lässt, dann ist das eine scheußliche Sache. Naja, also beim Atmen haben sie es noch nicht entdeckt. Die Atmung. Wir reden zwar von 60.000 Toten durch Feinstaub, keiner weiß aber wie, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, leiden die dann an COPD oder Asthma oder Asthmoider Bronchitis, wie die gestorben sind, da kein Pulmologe, irgendeine Ahnung, habe ich schon ein paar Mal nachgefragt. Wird einfach mal so behauptet, schlicht unwissenschaftlich. So, der verbundene Atem, wenn du dich überschwemmst mit dem, was die im Osten Prana nennen, da kommt unglaublich viel in diesem Energiesystem der Meridiane, der Nadis, der Chakren in Gang. Und du kannst unglaublich viel auf der Seelenebene erleben, also bis in tiefste Entspannung, bis in die Nähe von Einheitserfahrung und manchmal sogar wirklich Gipfelerlebnisse im Sinne der Einheit. Mhm. Und auch auf der körperlichen Ebene. Du hast eine dermaßen Entsäuerung, weil du ja CO2 abatmest, sehr viel. Mhm. CO2 plus H2O ist H2CO3, also Kohlensäure. Du entsäuerst dich in einer wirklich beeindruckenden Weise. Und so kommen wirklich wundervolle Zustände zustande. Geistig, seelisch, spirituell, sogar auch körperlich, eben tiefster Entspannung. Das mache ich einmal im Jahr. Und in diesem Jahr machen wir das in Kislev zum Beispiel im Sommer. Und das machen wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr. Gut, das mache ich noch außerhalb. Mhm. Aber in diesen Hotels, wo ich da hingehe, ist immer die Ernährung auch dann auf jeden Fall vegan. Ja, ob das immer pflanzlich ist es immer. Aber vollwertig ist da gar nicht immer zu erreichen. Das schafft man in der Form nur in Tamanga. Okay. Und es ist auch so, es kostet was. Also die Leute sind ja auch nicht bereit, das zu bezahlen unbedingt. Ja. Frag ja auch veganen Restaurants, warum macht das denn nicht vollwertig, wenn er so gut kocht? Sagen die oft, ja, zu Hause essen wir vollwertig, aber die Kunden sind nicht bereit, das zu bezahlen. Das ist ja traurig. Ja, aber das stimmt. Nochmal zum Thema verbundene Atmen. Ich habe das ja tatsächlich auch schon mal in Luzern gemacht, und zwar unter Anleitung auch von einem Atemtherapeuten, der, glaube ich, auch bei dir ausgebildet wurde. Und bitte? Reto? Ja, genau, Reto Siegenthaler ist das, genau. Wir haben gerade eine Atemsitzung zusammen gemacht, ja. Ah ja, ja, war ein ganz tolles Erlebnis. Ich war mit meiner Freundin da und war so das erste Mal, dass ich wirklich intensiv geatmet habe. Und ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen, über so eine lange Zeit so intensiv zu atmen und in was für Zustände man da halt auch hineingezogen wird. Das ist ja Wahnsinn, ja. Ich weiß nicht, ob du Wim Hof kennst. Ja. Bestimmt. Wen? Ja? Wim Hof kennst du bestimmt auch. Stan Groff? Nee, ja, Stan Groff ist der mit dem Holotropmann. Und dann gibt es noch Wim Hof, der mit der Wim Hof-Atmung. Ja, ja, genau. Der Iceman. Und ja, da beschäftige ich mich auch sehr viel. Und persönlich, den muss ich jetzt sagen, ich kenne nur die Bilder, wo er im Eis sitzt da und genau. Ja, den Atem, ja, ich hatte mit ihm das Privileg, in der Schweiz zu wandern durch das Eis bei minus 8 Grad und nur in Shorts. Das war sehr spannend. Und da haben wir natürlich auch solche Atem-Sessions vorher gemacht. Und auch da wurde viel mit Musik gearbeitet, halt wie auch im verbundenen Atem. Und ich finde, er hat so einen tollen Spruch halt gesagt, und zwar get high of your own supply. Also wirklich, dass du halt high wirst von deinen eigenen Ressourcen. Und das, finde ich, ist beim Atmen halt so ein wichtiges Thema. Und deswegen ist es auch so schön, dass du das nochmal ansprichst. Finde ich auch. Also wenn du sagst, wahnsinnige Erfahrung. Das sind ja wahnsinnig schöne Erfahrungen. Und die werden umso schöner, umso mehr Leute mitmachen. Ja, ja, also ganz klar. Wirklich Lebensenergie. Und jetzt die Gruppen in der Schweiz, die ich da hatte, das waren so 40 Leute. Das ist schon viel besser als 10. Aber wenn wir jetzt an der Pyramide in Kislev das machen im Sommer, da sind das jetzt schon über 100 am Wochenende. Wow. 30. Da habe ich schon mal mit fast 200 gemacht. Und da kommen unglaubliche Erfahrungen zustande. Ja, also Heilungen, Menschen sehen in Dimensionen, die sie nicht gesehen haben. Ja, also das ist etwas, was wirklich schön ausgedrückt ist. Wenn man sagt, aus eigenen Reserven, aus eigenen High und Your Own Supply. Das ist tatsächlich so. Ne? Also das sind dann unsere eigenen Drogen, wenn man so will, ja, die uns so high machen, die uns so allverbunden erleben lassen, die uns das Herz so öffnen, so eine Liebe erleben lassen. Da tun wir alle, die Ecstasy einschmeißen müssen, damit ihnen das Herz aufgeht, leid. Weil das einfach der MDMA eine chemische Geschichte ist. Und nicht diesen Effekt hat, den das haben kann, wenn es aus dir kommt, aus diesem Überschuss
von Lebensenergie, die du durch den verbundenen Atem dir selbst reingeholt hast. Und die macht es jetzt 40 Jahre, also für mich selbst schon ein bisschen länger. Wie hast du das für dich entdeckt? Ja, ganz komisch wieder. Also ich bin da auch irgendwie, muss ich sagen, so in einer schönen Weise fühle ich mich geführt. In einem Flugzeug habe ich das entdeckt. Ich fliege so einer Billigfluglinie, ich glaube, in Arab Airlines oder sowas. Das sowas war das. Und nach, weiß gar nicht, bald nach dem Start kommt schon so ein Hilferuf. Ein Doktor, ein mir unbekannter Doktor, soll bitte nach vorne kommen. Da stand einer auf und ging, dann nochmal so ein Doktor. Und dann haben sie schon sehr hilfesuchend gerufen. Wenn, falls hier überhaupt einer ist, der Arzt ist, der, dann soll der bitte jetzt kommen, nach vorne. Also es waren keine Ärzte, diese Doktors, ne? Der kann ja auch Chemiker sein. Ja. Und ich war so zwei Drittel meines Studiums. Ja, ich war nicht Arzt. Ja. Und bin dann zusammengesunken in meinem Sitz und habe so gehofft, dass jetzt schnell einer aufsteht und da vorgeht. Mhm. Es gab aber keinen, es ging keiner. Und dann habe ich mich so aufgerappelt und bin, habe mir gedacht, besser als nichts ist es ja. Ich hatte, weiß ich, 8 oder 9 Semester oder 10 oder was. Und habe gleichzeitig, not yet, doctor, but, so. Naja. Dann hatte ich dort einen wirklich dicken Ägypter, groß, dick, übermächtig, wie ein großes Baby da atmete und eine Stewardess wollte in die Spucktüte draufhalten, das haute er immer weg, der war angstgeweitete Augen und war total am Hyperventilieren. Und die haben mich immer gefragt, die Börserin, sollen wir umkehren? Oder ich wusste das nicht. Ich kannte das nur als schweres Krankheitsbild damals, also vom Studium her. Hyperventilation. Da wollte ich dem Calcium spritzen oder eine Valium. Aber der Koffer, der Arztkoffer, den vergesse ich nie, die den mir gebracht haben. Ja, das war also irgendwie ägyptisch oder arabisch beschriftet. Und das, manches, Daten konnte ich lesen, war abgelaufen. Unsäglich. Ist aber auch wirklich sehr, sehr lange her. Eben, ich weiß nicht, 45 Jahre oder sowas. Wow. Und ja, ich habe dann einfach den versucht zu beruhigen. War erster Klasse, ich habe seinen Sitz nach hinten gefahren, es roch ein bisschen nach Whisky, da hat er umgeschüttet, Dosen, sein Koffer war da umgefallen, der war in Panik. Und ich habe versucht, ihm den Atem durch Reden, Summen, Mantra so ein bisschen länger zu machen, dass er wieder ein bisschen Ruhe findet in dieser Panik. Nicht mit ihm zu raufen wie die Stewardess. Und ich weiß nicht, nach 10 Minuten, Viertelstunde, ich kann es heute nicht mehr sagen, ist aus diesem total verkrampften, angstgeweiteten plötzlich was völlig anderes geworden. Heute würde ich sagen, eine Atembefreiung. Wow. Waren alle Krämpfe weg. Der lag wie hingegossen in seinem erster Klassefauteuil da und war überglücklich. Tränen, also offensichtlich der Freude, der Glückseligkeit liefen übers Gesicht. Der hat versucht, die Stewardess zu umarmen. Das war ja noch nachvollziehbar, aber auch mit mir. Er konnte weder Englisch, Französisch, Deutsch sowieso nicht. Also Italienisch. Ich konnte mit dem nichts reden. Aber die Stewardess hat mir dann übersetzt, er sei so glücklich in seinem ganzen Leben noch nie gewesen. Und er danke mir so von Herzen. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe als noch nicht Arzt versagt. Ich habe ihm kein Valium, kein Calcium gespritzt, weil ich es nicht hatte. Und habe notdürftig sanft mit ihm geredet. So, das habe ich natürlich nie mehr vergessen, wie ich dann, das war auf dem Weg nach Indien, zurückkam aus dem Ashram, bin ich sofort an der Uni zu dem Pulmologen hin und habe dem das erzählt. Und der sagt einfach nur, das gibt's nicht. Eine Hyperventilationstetanie eskaliert weiter. Das gibt ein bitteres Ende. Es hat aber ein wundervolles Ende gefunden. Und dann habe ich noch einen anderen gefragt, die Pulmologen, habe ich dann schon gemerkt, wie die anderen Logen, die haben ihre Lehrmeinung und an Wissenschaft nicht interessiert. Weil eigentlich müsste sowas ja an Wissenschaft aufschrecken, dass das so ganz anders ausgeht, als sie uns lehren. Naja, war aber nicht möglich. Die saßen, ich glaube, die sitzen immer noch in ihrer Loge und machen da auf Pulmologe und haben halt auch nur diese Pulmologik. Die geht über die Lunge nicht hinaus. Das interessiert den auch nicht, was der erlebt hat oder so. Ja, das ist wirklich ein trauriger Bereich. Ja, so wie den Gastroenterologen eben bisher auch nur das Rohr, das Darmrohr interessiert hat. Mhm. Und durch Julia Enders hat es wenigstens so ein bisschen Charme bekommen. Mhm. Und zu wissen, wie der Pups so funktioniert und weiß dahin. Naja, also das fehlt selbst noch beim Atmen. Und ich habe dann zu Hause, nachdem ich überhaupt keine Resonanz da fand, und ich war das ja schon gewohnt, der Ernährungspapst in München, so ein unsäglicher Professor, der hat einmal gesagt in einer Vorlesung, wer vegetarisch lebt, der hat nach 3 Jahren Ausfälle und stirbt nach 7.
Zu der Zeit habe ich schon 9 Jahre vegetarisch gelebt. Okay. Und fast vegan, weil ich nie Eier und Milchsachen mochte. Habe dem gesagt, hat er gesagt, Sie lügen. Dann habe ich gesagt, was ist mit den Hunderten von Millionen Indern, die das seit ewigen Zeiten machen? Stören Sie nicht den Unterricht. Die sind schon in ihrer, wie soll man sagen, selbst auferlegten Behinderung manchmal bemitleidenswert. Also so einfach, wenn sie wie die katholische Kirche ein Dogma setzen. Da finde ich noch ehrlich bei der katholischen Kirche. Man mit dem Bischof von Basel diskutiert, sehr eine schöne, tiefe Diskussion. Und der hat dann gesagt, ja, das können Sie so weiter denken. Für uns ist da ein Dogma. Da denken wir nicht weiter. Okay, das kann man ja bewusst machen, sich so Denkschranken auferlegen. Das machen halt die Katholiken. Aber ich würde das ja nicht machen wollen. Und wenn es in der Medizin passiert und die sich zugleich Wissenschaft nennen, ist es oberpeinlich und oberdeutlich. Mhm. Ja, ich wollte, die wären eine Wissenschaft und würden wirklich evidenzbasiert sich selbst mal auf die Finger schauen. Mhm. Stattdessen sind sie eminenzbasiert auf Lehrmeinungen festgefahren. In vielen, vielen Fällen. Klar gibt es da Ausnahmen, wie den Raimund Jakisch in Wien oder Walter Lechler gab es in Herrenalb oder Volker Zahn oder Andreas Michalsen. Ich kenne natürlich gar nicht alle. Es gibt wirklich viele. Den Professor Dr. Heinz, sage ich erstmal, Gynäkologe. Da gibt es tolle Leute, aber eine große Mehrheit ist eben so blockiert. Also haben wir es einfach selbst gemacht. Mit einem Kollegen zusammen habe ich mich zuerst hingelegt. Natürlich mit gelegtem Zugang hier und mit Blutdruckmanschette und aufgezogenen Waage. Und Spritzen. Und ich war ein einziger Krampf, natürlich mit dieser Angsteinstimmung. Ne? Und der hat mich immer gefragt, Blutdruck so und so, soll ich Spritzen? Also dümmer geht's nimmer. Aber es war die erste Sitzung, die wir hatten. Und auch ich bin danach in eine wirklich sehr schöne Verfassung gekommen. Okay. Sehr entspannt. Und dann haben wir das immer weiter ausgefeilt. Ich habe dann in einer eigenen Schattentherapie auch bei der Geburt angefangen zu hyperventilieren. Und der hat dann mit dem Plastikbeutel, so wie die Schweizer Medizin das ja immer macht, auch der Notarzt macht das in der Schweiz ganz locker, lässt ein bisschen zurückatmen und das ist vorbei. Das ist eine Kaschmetze und so. Aber naja, also so hat sich das immer mehr entwickelt und wir haben es dann einzeln gemacht, wir haben dann schnell Musik dazu genommen. Jahre später kam dann Stan Grof, hat das holotrope Atmen daraus auch entwickelt, mit einer ganz ähnlichen Technik, aber mit einem ganz anderen Ziel. Parallel Rebirthing von Leonard Orr. Und jetzt der Holländer. Das ist ein Holländer, ne? Also das ist nochmal eine andere Dimension, wo man sehen kann, was Atem alles kann. Ich finde das halt auch so ein tolles Biohacking-Tool. Und ich finde es auch so spannend, dass du das halt selber an dir ausprobiert hast und dass es dich halt auch vorher halt in dem Flug halt wie gefunden hat. Und dass du dann halt da weitergegangen bist und dann auch viel Gegenwind halt bekommen hast erstmal, wie es ja meistens ist. Ja, erst wie ging der Spruch? Ne? Erst lachen sie über dich und dann bekämpfen sie dich. Das ist der Gandhi-Spruch. Erst ignorieren sie dich, den kenne ich auswendig natürlich, das habe ich so oft erlebt. Dann machen sie sich lustig über dich, dann bekämpfen sie dich, dann hast du gewonnen. Genau. Ja, und wie habe ich oft erlebt und ich muss auch sagen, ich bin auch in gewisser Hinsicht dankbar. Hätten die so abwehrend reagiert, weiß ich nicht, ob ich das selbstversuchmäßig gemacht hätte. Stimmt, das ist das andere, ja. Mich hat mal eine ORF-Sendung, also das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, wobei rechtlich weiß ich gar nicht, das endet damit, dass die sagen, Alzheimer ist unheilbar. Ich kenne aber die Studie von Dale Bredesen, dass von 10 Alzheimer-Patienten mit der entsprechenden Lebensstilumstellung 9 wieder gesund werden, einer nur deutlich gebessert ist. Mhm. Also ich habe mich dahinter geklemmt und habe dann das Buch Das Alter als Geschenk geschrieben. Letztlich durch diese unsägliche, in Anführungszeichen, Nicht-Doku vom ORF, die so ein Bild der schulmedizinischen Unfähigkeit da abbildet. Die Schulmedizin kann nichts machen, klar. Die kann an vielen Punkten nichts machen, weil sie auch zu arrogant ist, die Komplementärmedizin dazu zu nehmen, die Lebensstilmedizin zu integrieren, zu arrogant auch auf die Epigenetik zu hören. Die brauchen ja immer unendlich, bis sie von ihren Lehrmeinungen wieder runterkommen. Ja. Mit Ausnahmen, aber im Prinzip ist es so. Leider. Also das ist so ein bisschen, fühlt man sich an Semmelweis erinnert, der gegen den Genius Epidemicus anreden musste, obwohl er durch Überlegung das Kindbettfieber eigentlich gelöst hatte. Aber da war halt die Lehrmeinung dagegen.
Den haben sie noch elend verrecken lassen. Den hätten sie mit seinen eigenen Methoden desinfizieren können, dann hätte er das überlebt. Aber nee, da haben sie aus lauter, ich glaube mal, Rache, den in Wien in der Psychiatrie verrecken lassen. Muss man sagen, einen der größten Ärzte, den wir überhaupt hatten. Okay. Wie erlebst du das jetzt auch, diese neue Zeit jetzt auch? Ich meine, du hast ja diese Erfahrung gemacht, also wie wir vorhin gesagt haben, von Gandhi, ne, erst haben sie sich bekämpft, ignoriert und so weiter. Und wie erlebst du jetzt diese Zeit, wo doch sehr viel Bewusstsein auch wieder zurück in die Welt kommt? Gerade bei jungen Menschen merke ich das teilweise, ja, dass sich viele wieder in Tribes organisieren und Gleichgesinnte sich suchen. Ne? Es gibt ganz tolle Events hier, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, überall auf der Welt. Ist das für dich so ein bisschen so ein kleiner Erfolg auch so, dass du auf dem richtigen Weg bist oder warst? Ja, also natürlich, dass das Fasten jetzt wissenschaftlich so unterstützt wird, finde ich natürlich toll und bestätigt mich einfach sehr. Ja. Und früher habe ich das aus dem Mut, dass die Religionsstifter eigentlich alle dahinter waren, die wussten wir hinter uns als Fastenärzte propagiert. Das Gleiche gilt für diese Ernährung, die ist ja wissenschaftlich mehr als gut abgesichert, freut mich natürlich. Mich freut aber vor allen Dingen, dass die Jungen jetzt so eine Aufbruchsstimmung haben. Mhm. Ja, und das freut mich einfach als alten 68er Hippie, dass sozusagen die sich jetzt nicht mehr alles gefallen lassen, sondern einfach mal selbst denken, für sich selbst sorgen und schauen, dass sie gut draufkommen und dass sie einfach die Dinge in die richtige Richtung weiterbringen. Ja, das ist so, ich bin ja, werde jetzt 68 und wir haben vor ein paar Jahren die Lebenswandelschule gegründet. Das ist jetzt schon ein Anspruch auch, ne? Also einen kleinen inneren Kreis zu haben zu all den Millionen Lesern. Das ist ja eine große Schar, ne? 28 Sprachen, in 28 Sprachen gibt es diese Bücher und ich reise viel. Und das ist natürlich auch irgendwie schön da in Brasilien von so vielen Fans, die ich ja gar nicht kennen kann, weil ich alle 10 Jahre mal nach Brasilien fahre, um da auf den Kongress zu sprechen. Oder jetzt USA auch, Omega oder Esalen in diese Institute kommen und da die größten Kurse habe. Und ja, das ist einfach natürlich auch ein gutes Gefühl fürs Ego. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Bin ja auch ein Mensch, der meditiert. Aber mir macht es natürlich immer noch wirklich auch sehr viel Spaß, das jetzt so zu erleben. Und ich denke auch, hoffe auch, da noch beitragen zu können. Ja, also mich freut es natürlich, diese jungen Bewegungen. Ich habe das vom Rezzo sofort gepostet. Da hat es 1 Million. Dass das mal über 14 Millionen kriegt. Mir ist auch völlig wurscht, wer dem geholfen hat, das zusammenzustellen. Das stimmt einfach. Ja, alles, was, also 80-90% davon weiß ich ja selbst, dass es stimmt. Das ist einfach die Lobbyisten-Kaderschmiede, die CDU. Und wirklich, also ein bedauernswerter Verein. Und der hat das wirklich zack, zack, zack auf den Punkt gebracht. Ich bin jetzt nicht euphorisch von den Grünen, ehrlich gesagt. Ja, also die haben eben auch keine Ahnung vom Schattenprinzip. Ich habe heute gerade gepostet dazu. Ich meine, die diskutieren in Berlin, da Rot-Grün, öffentlich über eine Mietdeckelung. Kann man noch dümmer sein? Aber sie können das. So, dann gibt es den Verband der Vermieter, die haben sofort die Mitglieder aufgerufen, die Mieten jetzt noch zu erhöhen, weil dann ist bald Schluss. Die machen das. Also die Mieten sind jetzt schon gestiegen. Ja. So, jetzt müssen diese Rot-Grünen da, die Armleuchter, jetzt müssen sie wahrscheinlich erst recht ihre Mietdeckelung machen. Wozu führt das? Dass dann keine Wohnungen mehr gebaut werden, weil in diesem kapitalistischen System muss sich das ja lohnen. Ja. So, jetzt haben sie teurere Mieten erreicht, ganz zum Schaden ihrer Wähler. Und sie schaffen in Zukunft weniger Mietraum, ganz zum Schaden ihrer Wähler, der einfachen Leute. Und das nennt sich jetzt rot-grüne Politik. Dümmer geht's nimmer. Ja, ja, also, das weiß ich doch vorher. Ja, also man kann das ja auch voraussagen. Die haben auch mal, also nicht die Rot-Grünen, aber Regierung, was Ähnliches bei den Ärzten gemacht. Ganz logisch argumentiert und gesagt, okay, wenn wir eine schwere Lungenentzündung, müssen wir besser honorieren als die Therapie einer leichten Lungenentzündung. Haben wir ja mit. Hm. Aber wenn du das natürlich machst und die Ärzte oder Mediziner erkennst, dann war das natürlich eine unglaubliche Verschärfung der Krankheitssituation in Deutschland. Seit es durch ist, gibt es nur noch schwere Lungenentzündung, nur noch schwere Fälle. Ja. Ja, weil die wollen verdienen. Also sowas weiß ich doch im Vorhinein. Aber das ist so meine Krux mit diesen Ganzen, die wissen es nicht. Die kennen die Spielregeln des Lebens nicht, denn sie sind das Gesetze fremd, die kennen die Lebensprinzipien nicht und vor allen Dingen kennen sie das Schattenprinzip nicht. Und deswegen sind sie immer wieder so staunend, wenn sie das Gegenteil erreichen von dem, was sie versprochen haben. Das ist ja nicht nur böser Wille. Da gilt Bert Brecht. Ja, der hat schon gesagt, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint.
die sind gut meinen, da bin ich sicher bei den Grünen und Roten, die kenne ich ja noch von früher. Ja. So, die sind immer gut meinen, das ist das Gefährliche. Ja. Ne? Da gehört einmal ein Bewusstsein für Schattenprinzip rein. Sonst wird es nie besser. Und das hoffe ich noch zum Beispiel diesen Jungen irgendwie mitgeben zu können oder sagen zu können, vielleicht hören sie ja noch auf einen Alten. Ganz sicher. Wir waren auch mal Teil einer so ähnlichen Bewegung. Ne? Und eigentlich, das war eine schöne Stimmung, die hoffe ich, spüre ich ja jetzt auch bei denen. Ne? A new generation with a new explanation, hat Scott McKinney bei uns gesungen. Die wollen nicht mehr das Gelaber dieser Gerontokraten. Die wollen jetzt Jäger mit Köpfen, was das Klima angeht und so weiter. Aber ich hoffe, dass es auch das Klima zwischen ihnen meint und dass die auch für sich schauen. Also im Sinne von, dass bei Biohacking mal jeder sich seins findet. Ja, ja. Es gibt ja gar keine so allgemeinen oder wenig allgemeine Regeln. Selbstoptimierung, da versteht es dann auch jeder. Genau. Ja? Ja. Nächsten lieben wie dich selbst. Erstmal dich selbst. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann sogar die Feinde. Das ist weit weg. Es hat keinen Sinn, damit anzufangen, die Feinde zu lieben, solange du dich nicht liebst. Ja, das ist so, solange du sterbenskrank bist, brauchst du nicht andere therapieren. Du musst erstmal gesund werden. Und das ist ja das Thema einer Fraktion dieser Jugendbewegung sozusagen, dass sie einfach schauen, wie kann ich mich in dem Stress behaupten? Was kann ich für mich tun, dass es mir besser geht? Und dass ich das Optimale lebe, also mein Potenzial ausschöpfe. Und ja, das wäre so etwas Neues, Schönes, Altes, Bewährtes. Da könnte ich, glaube ich, auch immer noch helfen. Sehr schön. Ja, danke erstmal für diese tolle Insights halt auch und für die tollen Inhalte, die du hier dargeboten hast. Ich möchte jetzt zum Schluss gerne noch auf ein, zwei Fragen eingehen, die auch von meiner Community noch gekommen sind, wenn du Lust hast, wenn du noch Zeit hast. Genau. Und zwar, das ist einmal zum Thema Fasten. Ja, und zwar, was ist denn die vorrangig beste Fastenmethode? Ob es jetzt gibt es da Unterschiede zwischen Wasserfasten, Trockenfasten? Also sicherlich gibt es Unterschiede, aber was würdest du da empfehlen oder würdest du lieber nichts empfehlen oder immer mal wieder was anderes? Kommt auf dich an, was du brauchst. Ja, also eine wunderbare Form, was ich ja viel in Tamanga auch mache, ist Fastenwandern. Ja. Wenn du das noch im Wald machst, dann hast du Synergien aus Fasten, aus Bewegung, Wandern. Du baust sozusagen Fett ab und Muskeln auf. Und du gehst in den Wald, hast diesen Effekt des Waldbadens, das optimal für dein Blutbild ist. Sehr gut, ja. Also da kannst du viel bei gewinnen. Da essen wir Gemüsesuppe, die ist aber so raffiniert wieder, dass da allein die Verarbeitung des Gemüses ungefähr die Energie verbraucht, die da drin steckt. Also das ist jetzt, wer in Form kommen will, was Optimales. Wenn es dir mehr um Exerzitium geht, so, ne, dann Fasten, Schweigen, Meditieren, an die Zen-Tradition angelehnt, beobachten wir den Atem. Eben Zazen, Sitzmeditation. Aber gibt es auch mit geführten Meditationen, Körpertempel der Seele, Genussfasten, Wandern. Bei uns gibt es sogar Weinfasten. Also da kannst du mal vor einer Atemsitzung ein Viertel guten Bio-Wein trinken. Dann fördert es bei Bürgern sehr die Erfahrung von Ekstase, von Herzöffnung, von solchen Dingen. Ja, und das ist ja die einzige Droge, die bewusstseinsmäßig was macht und erlaubt es bei uns. Also von daher auch eine wunderschöne Form des Fastens. Wir machen Buchinger Fasten, aber beim Fasten, Schweigen, Meditieren ist es bis auf ein Smoothie eigentlich nur Wasser und Tee. Also das musst du für dich spüren, was dir da lieber ist, was besser für dich ist. Ich denke, für euch das Beste ist überhaupt das Online-Fasten. Ja, dann ist das Finanzgeschichte, ehrlich gesagt, weil du sparst dir die Fahrt, du sparst dir das Hotel. Wobei, das hat was hier in Tamanga, das ist alles dafür gerichtet. Aber trotzdem hast du natürlich, das kostet unter 100 Euro und wenn du drei Freunde mitbringst, Affiliate, dann kostet dich nichts. Und wenn du deinen Blog dran hängst, dann kriegst du richtig Geld dafür. Da haben schon einige über 1.000 Euro dafür bekommen, dass sie eine Woche mit mir fasten. Geil. Und die ersten waren, ist es auch ein Riesenreservoir. Du musst nicht Angst haben, dass irgendeine Frage unbeantwortet bleibt. Ich mache jeden Abend eine Stunde, anderthalb Fragenbeantwortung und Probleme klären. Du musst denken, du hast ja durch all die Jahre, seitdem wir das schon machen in der Lebenswandelschule, hast du ja die ganzen schon beantworteten Fragen im Netz, die bleiben ja drin für dich. Ja. Du brauchst das alphabetisch da durchgehen, du kriegst alle Fragen beantwortet von mir persönlich am Abend live. Aber du hast auch alle meine Vorträge vom Fasten da drin.
Du kannst dir die Meditationen runterladen. Und ich würde dir halt immer raten, wenn du das online machst, leg den wirklich an die Leine, online. Versteh das mal nicht als Wi-Fi oder irgend sowas, wo ja. du in diesem Salat badest, sondern leg den wirklich ans Kabel. Das gibt's bei mir gar nicht anders hier. Ne? Also ich meine, beim Mac brauchst du da unzählige Adapter und weiß der Himmel was, aber das sind wir ja schon gut. Das wäre mir noch ein wichtiger Punkt, weil sonst wird es schädlich. Okay. Ja, wenn du Wi-Fi unterwegs bist oder es muss wirklich an der Leine sein. Nimm mal online so. Auch sehr spannend noch, ja. Das ist der Ausdruck auch an der Leine. Finde ich super. Ja, das Online-Fasten kann ich auch selber empfehlen. Habe das ja auch schon mitgemacht mit dir. Und ja, ist immer wieder schön. Und man kann es natürlich dann auch immer wieder benutzen, so für sich selbst. Und daher werde ich das auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes reinschreiben. Ja, wer da von den Zuhörern Interesse hat, der kann das auf jeden Fall gern mit gutem Gewissen mal ausprobieren. Ich hätte noch zum Abschluss so ein, zwei Fragen. Und zwar wäre das, wo siehst du dich und die Welt in 10 Jahren? Ja, da bin ich 78. Also, da sehe ich mich ein bisschen ruhiger. Also, Lebensstil ja noch mehr in Zypern als jetzt schon. Ja. Und die Welt, ja, sag mal, ich bin optimistisch. Ne? Ich hoffe, dass die Jungen ihr jetzt mit den Mädchen da voran, mal diese Gerontokraten aus diesen Positionen spült, dass wir die Weltgeldreligion durch etwas ersetzen, was uns wirklich dient, auch unserer Selbstoptimierung dient und dass wir eine viel, viel bessere Welt schaffen könnten. Ja, also so ein kleines Paradies haben wir hier in Damanga geschaffen. Ja. Es ist ja möglich. Ich habe so viel Geld erredet und erschrieben. Danke nochmal für die Steilvorlagen zu den Bestsellern. Die sind nämlich durch eure Fragen entstanden. Ja. Und von Anfang an, ewig die gleichen Fasteneinführungen zu halten vor gut 40 Jahren, hat mich dann doch so genervt, war teuer für die Zuhörer. Dann habe ich das einfach in Klarsichthüllen, 24 DIN A4 Seiten, so beginnt es. Daraus wird bewusst Fasten, was es heute noch gibt. Also im Endeffekt würde ich hoffen, dass wir uns viel mehr vernetzen und uns auch klar machen, wir sitzen alle in einem Boot. Wir dürfen uns die Welt nicht ruinieren lassen von diesen Machtgeiern. Mhm. Klar, wenn du jetzt Chef-Exekutionsoffizier, und so heißt es nun mal wörtlich übersetzt, an einer Firma bist, lässt du Leute über die Klinge springen. Aber wir müssen uns nicht mehr über die Klinge jagen lassen. Wir müssen da raus. Mhm. Ja, also wenn wir das nicht mehr kaufen, den Müll, den die produzieren, dann müssen die aufhören, den Müll produzieren und müssen sich irgendwas Ehrenwertes überlegen. Das ist ja relativ einfach. Wir haben ja Macht als Konsumenten. Ja, die paar Dinge, die du brauchst, wo wir jetzt so drüber geredet haben, das, was ich so persönlich ausprobiert habe, das kannst du bei uns im Online-Shop kaufen oder vielleicht auch bei euch oder so, kann ich gar nicht sagen. Also, da kommst du immer dran. Aber wir brauchen diesen Industriemüll nicht für eine vegane Ernährung, einfach nicht. So, wir können wirklich selbsttätig werden, in die Eigenverantwortung gehen und das hoffe ich, ja, dass wir immer mehr in die Eigenverantwortung reinkommen, immer mehr auch solche Dinge nutzen. Also wie wäre das toll, wir würden das christliche Fasten wiederbeleben. Und das sind nicht Tausende, wie jetzt momentan betreue ich Tausende statt Hunderte. Vor 10 Jahren waren es Hunderte. Mhm. Und knapp 300. Und jetzt sind es Tausende. Wir würden Zehntausende, Hunderttausende, Millionen hinkriegen. Wir hätten anderes Bewusstsein. Wir hätten nicht annähernd solche Nebenwirkungen und Kollateralschäden, wie wir sie jetzt haben mit unserer Ernährung. Wir würden bewusst essen. Wir könnten spielen, 15 Milliarden Menschen ernähren. Wir werden aber so viel gar nicht ernähren müssen, weil das Bewusstsein sich verändert. Ja, und umso mehr Bewusstseinsentwicklung, umso weniger Kinder kriegen die Menschen ja auch. Das kann man ja auf der Welt sehen. Also ich sehe da auch wunderbare Perspektiven. Und ich sehe das hier auch in Damanga, in diesem Heilungsbiotop, wie wir das auch so ein bisschen anspruchsvoll nennen. Wenn du die Mutter Natur Möglichkeiten, die würde ich ja immer auch betonen, ja. Du brauchst keine Antioxidantien kaufen, du kannst barfuß gehen. Das ist die beste, einfachste, günstigste Methode. Du kannst in den Wald gehen. Es gibt nichts Besseres für dein Blutbild. Du kannst dich schwingen lassen zwischen den Buchenstämmen hier bei uns und in diesem schwebenden Gefühl ins große Grün schauen, so nach Hildegard von Bingen, die Grünkraft tanken. Du kriegst bei uns einen MP3-Player, dann kannst du ja meine geführten Meditationen, während du da schaust, noch einziehen. Du kannst auf die Brainlight-Sessel bei uns gehen. Du kannst dich massieren lassen. Du kannst in die Teiche, die alle nur Bio mäßig sind, also keine Chemie drin,
Du kannst ja wirklich sehr, sehr schön machen. Und klar, wir haben natürlich auch Beamer und die eben Mac und wir nehmen die Dinge ja schon. Mhm. Aber eben, der liegt an der Leine. Ja. Und bei uns ist ja kein Strahlensalat. Du kannst bei uns deinen Laptop aufklappen und da passiert nichts. Da ist kein Provider. Da sind wir stolz drauf. Du hast in deinen Klausen so dicke Lärchenwände und da ist Lehmputz drauf. Da kommt nichts durch. Da geht dein Handy nicht. Aber du kriegst von uns ein Kabel und dann bist du wieder online auf eine gesunde Weise. Cool. Verbindung, Vernetzung ist super gesund. Ja, also so Podcast. Da kommt jetzt wirklich Information zur Medizin, die hatten wir nicht, bis es Podcasts gab. Und unsere Online-Möglichkeiten, diese super peinlichen Medizinsendungen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, das war ja, also ich meine, man merkte einfach, es ist Pharma gesponsert, es geht darum, die Konzerne zufriedenzustellen und so weiter. Aber auch das muss weg aus meiner Sicht. Das ist ja ein Absurdikum erster Ordnung, dass wir zwangsweise diese Art von einseitiger und Fehlinformationen zahlen, die Öffentlich-Rechtlichen da bieten. Auch wenn es mich inspiriert, so ein Buch wie Altern als Geschenk, danke ORF für diese Fehlinformation, da musste ich was tun dagegen und das ist ein Bestseller. Und da steht auch drin, was ihr so macht, ehrlich gesagt, ja, dass immer mehr Leute merken, ihr sagt einfach nicht die Wahrheit. Ihr sagt die Konzernwahrheit, weil das eure Sponsoren sind. So, ich denke, es gibt auch aufrechte Journalisten, ich kenne auch noch ein paar, gar keine Frage. Die dürfen aber nicht sagen, was Sache ist. Ne? Ja. Also kriegst du vor der Sendung gesagt, auch beim ORF, sag ja nichts über die Schweinegrippe. Ich weiß, was du denkst, ich bin auch deiner Meinung, dürfen wir nicht bringen. Okay, im Öffentlich-Rechtlichen dürfen sie diese pharmaschädliche Meldung, die wollten ja ihre Impfung verkaufen, dürfen sie nicht bringen. Umso mehr Leute das kapieren, muss das weg. Ja, also es macht keinen Sinn. Irgendwann muss es mal einen Aufstand geben, dass 10 Millionen einfach das nicht mehr bezahlen. Dann müssen die aufhören mit dem Mist und dann können sie sich mal überlegen, ob sie so Dinge machen, wie du sie zum Beispiel machst und immer mehr sie machen. Mhm. Einfach Informationen frei rausgeben. Ja. Und im Endeffekt, ich erlebe es ja überall, es gibt jetzt immer mehr Gegenöffentlichkeit. Solange Herr Kleber sein wirklich verklebtes Hirn in dieser unsäglichen Berichterstattung kann man gar nicht nennen, was der im ZDF da machen darf. Mhm. Ja, wenn du heute Nachrichten hören willst, bei dem Programm musst du die Sendung aus der Anstalt anschauen. Das ist aber Kabarett. Und wenn nur noch die Narren die Wahrheit sagen dürfen, steht es relativ schlecht. Das hatten wir schon mal im Mittelalter. Bei dem Potenzial. Da kommen wir heute wieder hin. Also ich erwarte mir da ein großes Aufwachen, dass ganz, ganz viele einfach sagen, so nicht. Entweder wieder ein faires Programm, ausgewogen. Ich meine, wo gibt es denn sowas? Ich mache so lange Beratung. Wenn da einer kommt von den beiden bei der Beziehungsberatung und sagt, ich habe immer recht, ich mache alles gut, es ist alles super und der macht alles falsch, ist immer falsch, dann sagt doch jeder Therapeut, Moment mal, so kann es nicht sein. Aber wir müssen uns jetzt seit ewigen Zeiten offizielle Nachrichten im Öffentlich-Rechtlichen ertragen, müssen wir die, wo die Russen immer böse sind, alles falsch machen und die Amerikaner, egal was sie machen, immer gut und alles richtig. Das ist doch von Blöden für Blöde. Ja. Das kann nicht stimmen. Und ich hoffe einfach, dass die Jungen massenweise da nicht mitmachen. Wir haben überhaupt keinen Fernseher hier mehr. Wofür brauchen wir diesen Schrott? Zur Alzheimer-Anbahnung wollen wir das ja gar nicht. Mhm. Also Wikipedia, das muss man erkennen als eine Hetz- und Hassorganisation gegen alles Komplementärmedizinische und gegen alles Spirituelle. Und Widerrufberichterstattung für die NATO. Ich meine, das müssen die Leute mal merken. Die NATO ist kein Verteidigungsbündnis. Ja, die haben sich noch nie verteidigen müssen, meines Erachtens. Aber sie haben schon auf so viele Länder Bomben geschmissen, ohne UNO-Mandat auch. Das nennt man eigentlich Angriffskriege. Und mit Michael Moore, der diesen Film gemacht hat, Whom to Invade Next, aus amerikanischer Sicht. Wen überfallen wir denn als Nächsten? Ja. Okay, also wenn wir solche öffentlich-rechtliche Schwachsinnspropaganda kriegen und die noch zwangsweise bezahlen müssen, unmäßig, weil der Herr Kleber ist ja jeder Groschen überbezahlt. Ja, ja. Der hat den Angriff auf der Russen irgendwie propagiert in einer Nachrichtensendung. Der Mann ist doch völlig unerträglich. Absolut entsetzlich. Und da musst du jetzt noch keine Physiognomie machen oder so, da kommt es auch. Aber also da muss viel passieren, kann aber auch passieren.
ich denke, wir müssen gar nicht so viel machen. Wenn wir das Konzernmüll nicht mehr kaufen, gehen die Konzerne zurück. Ja. Wenn wir uns zum Beispiel auf Fasten, auf gesunde Peace-Food-Ernährung einlassen, dann werden wir autark, unabhängig, viel selbstbestimmter. Dann werden wir hoffentlich auch selbstverantwortlich. Also wir finden Antworten auf die Fragen. Wir kriegen sie nicht bei den Medien. Oder eben, wir schauen die Sendung aus der Anstalt. Wundert mich, dass sie noch nicht verboten haben. Passt gar nicht mehr dazu. Die sagen einfach nur, was Sache ist. Die erklären uns ja, warum das so einseitig ist, weil sie alle in dieser Atlantik drin hocken und so weiter. Also da kann ich mir auch viel Zeit sparen. Braucht doch die Süddeutsche die Zeit, ich brauche doch das alles gar nicht lesen. Ist sowieso diese einseitige Indoktrination. So, also ich hoffe, wir haben ganz viele unabhängige Medien und werden mit dem Schatten auch, das hat ja auch viel Schatten, da ist ja auch viel Hetzerei und Unsägliches und Kinderporno und so weiter unterwegs, dass wir selbstreinigende Mechanismen finden, damit zu Rande zu kommen. Also, auch Schattenprinzip muss eben bei uns rein. Sonst passiert dasselbe bei Hippies und in den 68ern. Das ist wirklich so, wenn ich mir das so anschaue, die sind immer noch in der Gefahr, diese Grüne, die da in Kalifornien sitzt und mit einem Plastiklöffel aus dem Plastikbecher Eis löffelt und das auch noch selbst postet. Die hat es ja dann kapiert. Die Partei sagt das Gegenteil. Nicht, dass die Umwelt besonders schädigt mit ihrem einen Plastikbecher, aber das zeigt, wie die drauf sind. Ja. Die sind komplett zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie machen. Und dann geht es einfach nicht gut. Dann wird es falsch. Und ich traue denen eben, wie die Berlin-Posse zeigt, nicht mehr viel zu. Die sind einfach ungebildet. Die wissen nicht um diese Gefahren. Aber solange ich kann, werde ich sie erzählen. Auch von den Gefahren. Ja, nehmen wir jetzt mal an, diese junge Generation. Also machen wir jetzt mal so ein kleines Szenario. Ja, es gibt jetzt einen Cut und irgendwie haben wir technische Probleme gehabt und alles, was wir jetzt die letzte Stunde besprochen haben, ist weg oder ist unverständlich. Wenn du das jetzt auf 3 Sätze runterbrechen würdest, was du dieser Generation, dieser neuen Generation, dieser Aufbruchsstimmung noch mitgeben möchtest, was wären das für 3 Sätze? Lernt die Spielregeln, Schicksalsgesetze, werdet selbstverantwortlich. Seid gut mit euch im Sinne von Biohacking. Sehr gut. Ja, dann möchte ich mich bedanken für diese Informationen, für diese Erfahrung, die du mit mir, natürlich auch mit den Hörern geteilt hast. Ich glaube, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören und noch diese Themen ansprechen. Aber vielleicht machen wir ja nochmal einen Podcast oder vielleicht auch mal ein Live-Interview, würde ich mich sehr freuen. Und muss halt dann über Chris oder so machen. Ja, das machen wir schon. Gut, also vielen Dank, Rüdiger. Und da wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Danke und alles Gute. Danke. Guten Mut. Sicherlich. Dankeschön. Tschüss, Rüdiger. Tschüss. Rüdiger ist ein sehr, sehr großes Idol von mir schon immer gewesen und ich freue mich natürlich umso mehr, ihn jetzt auf dem Natural Biohacking Podcast zu haben. Und ja, es war ein tolles Gespräch und ich habe schon sehr, sehr viele Bücher von ihm gelesen, habe auch sehr viele immer noch zu Hause und die begleiten mich so in meinem täglichen gesunden Alltag, ja, wie zum Beispiel Peace Food oder die Schicksalsgesetze und viele mehr. Ich werde auch eine kleine Liste so in die Shownotes noch reinmachen von meinen Büchern von ihm. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch das erste Mal zusammen mit Rüdiger Dahlke gefastet. Ja, ich bin ja ein großer Fan vom Fasten und damals hatte ich nicht die Möglichkeiten, irgendwie persönlich das mit ihm zu machen. Und deswegen habe ich es online gemacht. Ja. Und das bietet er auch immer noch an. Das ist ein 3-Wochen-Programm. Die nächste Fastenzeit beginnt am 20. Oktober bis zum 7.11. Und da kannst du dich eintragen, ja, wenn du zum Beispiel jetzt eine Veränderung in deinem Leben möchtest oder deine Ernährung optimieren möchtest, dich einfach mal entgiften möchtest, ja, dann ist es natürlich perfekt für dich. Und dieses Seminar, das besteht aus einem Online-Seminar, also einem aufgenommenen Seminar aus Tamanga. Und dann aber auch vielen Live-Webinaren, wo du persönlich deine Fragen Dr. Rüdiger Dahlke stellen kannst. Und dahinter hast du noch eine riesen Wissensbank zum Thema Gesundheit und Fasten, eine Community dahinter und Bewegungsprogramm und Yoga und Tai Chi und ganz viele andere Tools, Meditation. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da wirst du komplett begleitet. Und wenn dich das jetzt so interessiert, dann geh auf jeden Fall auf www.bewegung.de.